So verdoppelst du dein Gehalt. Na, neugierig? Jetzt geht's mal so richtig los. Ich erzähle dir, wie ein Unternehmer, wie ein CEO darüber denkt, was seine Mitarbeiter wert sind. Und das sind spannende Insights. Bleib dran. Okay. Gehaltsverhandlungen, ne, wie bekomme ich mehr Geld? Wie kann ich im nächsten Jahr mehr Geld bekommen? Wir haben so und so viel in Prozent Inflation, 10% Inflation, 11% Inflation, andere Grausigkeiten. Hey, wenn da 10, 11% Inflation da draußen sind, brauche ich 10, 11% mehr Kohle, sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht halten und dann habe ich mich noch nicht mal weiterentwickelt. Die Frage ist, wie verhandelst du das? Okay, das hier ist keine Tipps- und Tricks-Folge, das hier ist eine Mindset-Folge. Denn wenn du daran denkst, die Inflation zu verhandeln, 10, 11, 12% zu verhandeln, dann hast du schon mal den ersten elementaren Denkfehler im System, denn das interessiert keinen. Also, wie machst du es richtig und wie verdoppelst du dein Gehalt? Diese Folge hier hat sich ein Unternehmerfreund von mir gewünscht, dessen Mitarbeiter ständig bei ihm auftauchen und ständig zu ihm kommen und sagen, wir hätten gern mehr Gehalt. Und er sagt, ich würde euch ja gern mehr zahlen, aber sorry, ihr überzeugt mich nicht. Ihr überzeugt mich nicht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Der Unternehmer würde gerne mehr bezahlen. Aber seine Leute schaffen es nicht, ihn zu überzeugen. Warum? Warum will der mehr bezahlen? Fangen wir mal so an. Will der mehr bezahlen, weil der zu viel Geld hat? Weil der weniger Steuern bezahlen möchte? Weil der 10% Inflation für zu niedrig hält? Warum will der denn gerne mehr bezahlen? Ich kläre dich auf. Der will deswegen gerne mehr bezahlen, weil der mehr Umsatz und mehr Profit machen will und dabei auch noch Zeit sparen möchte. Das hier ist das Key-Element für jede Gehaltsverhandlung, bevor du da reingehst. Was möchte dein Unternehmen, was möchte dein Chef? Geld sparen, Zeit sparen, mehr Geld verdienen, mehr Zeit haben. That's it. Wenn du dabei einen massiven Hebel findest, dann wird es interessant. Und jetzt gehen wir da mal rein, was du dafür alles machen kannst oder was du dafür alles nicht tun darfst. Tödliche Fehler. Okay, mein Lieblingsfehler, weil den fast jeder macht, ist erster Fehler, Ausreden. Ausreden. Für alles eine Ausrede haben. Und ich sage jetzt zu allem Ausrede, wenn du etwas erklärst, warum etwas nicht geklappt hat. Weil wenn du deinem Unternehmen, deiner Führungskraft, deinem CEO, eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, eine Textnachricht im direkten Gespräch, Angesicht zu Angesicht, erklärst, warum du irgendetwas nicht geschafft hast oder warum ein Dritter irgendetwas nicht geschafft hat oder warum ein Vierter irgendetwas nicht geschafft hat, warum der Geschäftspartner oder der Geschäftspartner des Geschäftspartners zu doof war für irgendetwas. Wenn du das erklären musst, dann verschwendest du Zeit. Du stiehlst ihm Zeit. Das interessiert keinen. Warum etwas nicht geklappt hat? Interessiert nicht. Verdammte Axt. Dafür hat keiner Zeit. Kein Unternehmer. Aber drehen wir das mal um. Wenn du sympathisch mit einer Lösung rüberkommst und sagst, hey, du hast mir gegeben Aufgabe X, aber ich habe für dich X plus Y als Ergebnis. Und er sagt, boah, X plus Y. Ich wollte eigentlich nur X. Ich kriege auch noch Y on top. Wie hast du das gemacht? Jetzt erklärst du, wie du dieses Extra an Leistung gebracht hast. Du hast die Zielleistung gebracht und Extraleistung. Dann hört er dir zu, nimmt sich Zeit, denkt sich krass. Da ist jemand über das Ziel hinausgegangen. Ich gebe das Beispiel anhand von Sport. 100 Meter Lauf. Das Ziel ist, hey Leute, Nulllinie, 100 Meter, lauft 100 Meter. Was machen die meisten Mitarbeiter? 90% der Mitarbeiter laufen zuverlässig brav ihre 100 Meter.
Was machen sie dann? Bleiben stehen und hören auf. Diese Leute verdoppeln niemals ihr Gehalt. Keine Chance. Du machst nur das, was von dir verlangt wird. Von A nach B, von 0 nach 100, that's it. Nicht beeindruckend. Das ist ja ganz normal. Deswegen kriegst du überhaupt dein Gehalt. Wie kommst du von diesem Level auf ein höheres Level? Indem du weiter gehst als diese 100 Meter. Also Aufgabe ist, hey, geh von 0 bis 100 und du gehst bis 120, 150, 200. Und er denkt sich, wow, wow, extra Meile, 2 extra Meilen, 3 extra Meilen gegangen fürs Unternehmen. Cool. Achtung, Spoiler Alert. Wenn du das nur kurz vor deiner Gehaltsverhandlung machst, hat das null Wert. Gar keinen. Weil die Leute sind ja nicht doof. Das muss ein Habit werden für dich. Ein Habit, immer über das Geforderte hinauszugehen. Und ich meine jetzt nicht für diejenigen von euch, die denken, ja, redet ein CEO, klar, Ausbeuter will, dass wir 130 Stunden in der Woche arbeiten, völlig klar, erzählen wir weiter, ne? Wir haben auch noch ein Leben und so weiter. Es geht nicht um deine Stunden. Wenn du so denkst, hast du sowieso keine Chance, dein Gehalt zu verdoppeln. Wenn du denkst, du kannst nur mehr Geld bekommen, wenn du Tag und Nacht arbeitest, riesen Denkfehler. Du darfst so arbeiten, dass du einen extrem hohen Hebel hast, dass deine Arbeit viel bewirkt. Nicht, dass du quantitativ hier Steine hackst. Interessiert keinen. Sondern, dass du einen großen Hebel findest in deiner Arbeit. Einen großen Effekt. Eine große Ersparnis. Einen großen Umsatz. Besondere Kunden bringst. Und das regelmäßig machst, weil du einfach so ein Typ bist, so eine Persönlichkeit bist, so eine Person bist. Und wenn jemand zu dir geht, bekommt er immer eine Top-Leistung. Okay, cool. Erstens also, keine Ausreden, sondern finde nicht die Ausrede, sondern erkläre, warum das so geil war. Das ist der Tipp. Zweitens, sorge dafür, dass dein Chef, und zwar nicht nur dein direkter Vorgesetzter, sorry alle direkten Vorgesetzten, sorge dafür, dass der CEO dich regelmäßig sieht. Homeoffice und so weiter, alles super, alles schön, kannst du alles machen. Die größte FaceTime ist die schnellste Karriere. Wenn dein Chef also dir sagt, hey, komm öfter rein, ist das eine Einladung an dich, Karriere zu machen und nicht dir dein Homeoffice wegzunehmen. Wenn du so denkst, hast du die Message nicht verstanden. Wenn du sagst, hey, ich will aber mein Homeoffice optimieren, ich will meine Freizeit optimieren, dann klick hier weg. Du wirst dein Gehalt nicht verdoppeln. Wird nicht klappen. Du willst deine Freizeit optimieren, dein Chef will seine Kosten an dir und an deinem Gehalt optimieren. That's the deal. Be honest. So funktioniert das. Du gehst aber nicht 24 Stunden. Achtung, keine Selbstausbeutung. Das machen nur Idioten. Du gehst innerhalb einer guten Arbeitszeit plus Y. Hängt von dir ab, hängt vom Business ab, hängt vom Land ab, hängt vom Unternehmen ab. Übertreib's nicht. Aber plus Y, extra Effort in Zeit, Gehirnschmalz, Wissen. Du lernst, bist wissbegierig. Du gibst diese extra Efforts rein. Das zahlt sich aus. Und FaceTime beim Chef heißt, sieh zu, dass du im Büro bist, wenn er kommt. Und ganz cooler Tipp von den Japanern, die wissen, wie man das macht, geh nicht vor deinem Chef. Mach das nicht. Dein Chef sollte deinen Rücken nicht kennen. Es macht nichts, wenn du seinen Rücken kennst. Achtung, wenn du einen ich arbeite bis 23 Uhr Chef hast, dann frag dich mal, ob du dort Karriere machen möchtest. Weil wenn das ein Verhalten ist vom Chef, wenn der nicht delegieren kann, wenn der seine Zeit nicht im Griff hat, wenn der Open Hours Tag und Nacht arbeitet, dann hat der sich selber, seine eigene Leistung, seine eigene Arbeitszeit nicht im Griff. Also du darfst das intelligent hinterfragen. Okay. Drittens, suche das Geld. Es gibt einen Spruch, der heißt Money Talks.
Wenn du einen direkten Einfluss hast auf eine der drei Unternehmenslinien, die erkläre ich gleich, hast du gewonnen. Die drei Unternehmenslinien sind erstens ganz oben Umsatz. Wie viel Umsatz macht dein Unternehmen? Also du bist im Vertrieb, du bist im Verkauf oder im Marketing, du sorgst dafür, dass es einen großen Umsatzhebel gibt. Wegen dir, wegen deinen Ideen, wegen deinen Projekten macht das Unternehmen viel mehr Umsatz als davor. Bingo. Geil. Okay? Zweiter Kostenblock sind Kosten. Und zwar variable Kosten. Auch gern Fixkosten, aber variable Kosten. Wo kannst du Kosten einsparen? Für das Unternehmen. Du hast eine Idee, du hast ein cooles Projekt, du sparst eine 5- bis 6-stellige Summe ein im Jahr. Und im nächsten Jahr nochmal. Wie schwer glaubst du, ist es, dein Gehalt zu verhandeln? Ist nicht schwer. Du sparst jedes Jahr 100.000. Wohin darf ich dein Gehalt überweisen? Interessiert mich. Okay? Dritter Faktor ist der Faktor Profitabilität. Es gibt nämlich noch den anderen Effekt, außer rein Kosten in Euro sparen, ist, kann ich irgendwo dem Unternehmen helfen, zu skalieren und mit den gleichen Kosten viel mehr Zeit zu gewinnen, viel mehr Effekt zu haben? Kann ich irgendwo einen Hebel finden im Unternehmen? Und kann ich helfen, mein Unternehmen profitabler zu machen? Hör ich dir zu? Immer. Jetzt kommt viertens, so verhandelst du, so verdoppelst du dein Gehalt. Vergiss Verhandlungen, vergiss Gehaltsverhandlungen. Bring Ergebnisse. Nicht nur eins, sondern minimal Ziel ist es, du arbeitest 12 bis 18 Monate. Vorher kannst du kein vernünftiges Projekt herzeigen. Vorher, alles unter 12 Monaten ist Glück. Nach 12 Monaten hast du das Business verstanden und je nachdem, wie schnell du bist, zwischen 12 und 18 Monaten, da kannst du sagen, herzeigbare Ergebnisse. Ich war ein Geschäftsjahr dabei, ich habe in diesem Jahr, in diesem Geschäftsjahr dieses, jenes bewegt, diese und jene Projekte gemacht. Hier, das sind meine Ergebnisse. Sorge dafür, dass du Ergebnisse sammelst. Und zwar Money Talks, Ergebnisse, die messbar sind. Umsatz, Kosteneinsparnis, Zeiteinsparnis. Und sieh dazu, dass nicht nur du diese Einsparnis siehst, sondern sieh zu, dass das Ergebnisse sind, die für deinen Chef ein No-Brainer sind. Er sagt, ja, safe. Wegen, ich sage jetzt mal irgendwas, wegen dieser neuen Webseite. 1 Million Euro mehr Umsatz gemacht. Alles klar. Wer war zuständig für die Webseite? Alles klar, du. Okay, wie viel soll ich mehr überweisen? Wenn du mit geilen Projektergebnissen kommst, mit geilen Resultaten kommst, dein Chef weiß, was du für einen Wert hast. Ich habe dein Video aufgenommen. Sieh dir das mal an. Die 8 dämlichen Tipps oder 5 dämlichen Tipps. Weißt du was? Die Zahl ist egal. Sie sind dämlich. Dämliche Tipps in der Gehaltsverhandlungen. Sieh dir das Video an. Mach die nicht. Und hier ist der Tipp, wie es richtig geht. Bringe Ergebnisse und lass deinen Chef ein Angebot machen. Der weiß nämlich, was du wert bist. Viel besser als du selber. Danke fürs Zusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, Daumen hoch, Subscribe, Kommentar hier unten und ich freue mich aufs nächste Video. Dein T-Papst.